Hallo, im heutigen Video geht es um das Gerund, also die Ing-Form in Sätzen wie I love swimming oder swimming is so much fun. Wir schauen uns mal genau an, wie das funktioniert und worauf man achten sollte. Das Gerund. Wir schauen uns heute an ein paar Beispiele. Wie bildet man das? Das Gerund. Wie sieht es aus mit der Subjekt gegenüber der Objektposition? Da sprechen wir nochmal drüber. Und was sind häufige Fehler, die beim Gerund vorkommen? Los geht's. Also erstmal ist das Gerund ein Verb, das als Nomen benutzt wird. Heißt, wir verändern das Verb so, dass es auch in dem Satz als Nomen, als Subjekt oder Objekt fungieren kann. Ich finde immer, das Gerund ist einfach zu verstehen im Englischen, aber es ist viel schwieriger, das zu bilden. Wenn jemand zum Beispiel sagt, playing football is fun, dann versteht das jeder Schüler. Aber wenn jemand diesen Satz bilden soll im Englischen, wird es schon schwieriger. Man kann es aber ganz gut mit dem Deutschen vergleichen. Wir haben eine ähnliche Option auch im Deutschen. Man kann im Deutschen zum Beispiel sagen, er singt. Und ich kann das aber auch verändern und kann dann reden über das Singen. Hier habe ich dasselbe gemacht. Ich habe das Verb genommen, habe es so verändert, dass ich als Nomen benutzen kann. Im Englischen ist es nicht ganz unähnlich. Ich kann zum Beispiel sagen, he sings. Dann kann ich das verändern und kann über singing reden, also über das Singen. Das ist nicht immer ganz so einfach wie in diesem Beispiel. Ich bette das nochmal in einen Satz ein mit anderen Beispielen. Im Deutschen kann ich zum Beispiel sagen, ich singe oft, singen ist schön. Und in Englisch, I often sing, singing is so much fun. Dann ist es sehr einfach, sehr parallel. Ein bisschen anders wird es schon bei einem Satz wie, er spielt oft Tennis, er liebt es, Tennis zu spielen. Das wird im Englischen einfach, he often plays tennis, he loves playing tennis. Da ist diese Übersetzung also schon nicht mehr genau das gleiche. Also man kann es nicht so eins zu eins übersetzen oder vergleichen, aber es gibt eine ähnliche Möglichkeit im Deutschen. Im Englischen ist diese Option das Gerund. Die Bildung des Gerunds ist eigentlich ganz einfach. Ganz normale, einfache Ing-Form. Wir nehmen also den Infinitiv, zum Beispiel to walk. Wir hängen einfach ein Ing hinten dran, es wird also walking und fertig ist es. Es gibt natürlich ein paar Besonderheiten, wo das etwas anders gemacht wird. Zum Beispiel kann manchmal ein E von dem Infinitiv wegfallen, so wie bei live, wird dann living ohne das E. Oder es kann ein Konsonant gedoppelt werden, also aus sit mit einem T wird sitting mit zwei T. Kommen wir zu Subjekt- oder Objektposition. Das ist etwas kniffliger. Wir müssen erst natürlich ganz sicher sein, was ist überhaupt ein Subjekt und ein Objekt in einem Satz. Das Gerund kann nämlich diese beiden Positionen, Subjekt und Objektposition, beziehen. In einem standardenglischen Satz, zum Beispiel I eat cake, habe ich ein Subjekt, I, ein Verb eat und ein Objekt cake. Subjekt ist immer derjenige, der handelt, Verb ist das, was getan wird und Objekt ist das, mit dem etwas gemacht wird zum Beispiel. Diese Satzstellung kann man sich ganz gut merken mit der Abkürzung Straßenverkehrsordnung, also Subjekt, Verb, Objekt. So stehen die normalerweise in einem englischen Satz. Jetzt kommen wir zum Gerund. Wenn ich also das Gerund habe und aus einem Verb, sagen wir run, running mache, kann ich einen Satz bilden wie running is fun. Auf einmal steht jetzt das Verb als Subjekt in dem Satz. Running ist jetzt das Subjekt des Satzes. Ich könnte auch einen anderen Satz machen mit dem Gerund als Objekt und könnte sagen, I like running. Jetzt bin ich wieder, I bin das Subjekt und das Objekt ist running. Diese beiden Positionen kann das Gerund also innerhalb eines Satzes einnehmen. Wofür nutze ich also überhaupt das Gerund? Wofür ist das gut? Es ist ganz zentral, wenn ich über Tätigkeiten sprechen will. Also Dinge, die mir Spaß machen, Hobbys etc. Zum Beispiel, Kayaking is my favorite sport oder Cycling keeps you fit. Ja, ich mache also das Gerund zum Thema meines Satzes. Es gibt auch Signalwörter oder Konstruktionen, die das Gerund erfordern. Zum Beispiel sind das Verben wie enjoy, love, hate, also Verben, die ausdrücken, wie man über etwas fühlt. Und die erfordern dann oft ein Gerund. Zum Beispiel, I love playing my guitar. Oder he hates waiting for a call. Und dann gibt es noch bestimmte Konstruktionen, die Präpositionen haben. Präpositionen sind ja Wörter wie in, on, at und so weiter, die auch ein Gerund verlangen. Zum Beispiel, I'm afraid of, und dann muss ein Gerund kommen, I'm afraid of talking to her. Oder, he looks forward to, erfordert ein Gerund, he looks forward to visiting them. Es gibt beim Gerund so ein paar Fehlerquellen, die immer wieder gerne mal auftauchen.
Das weitaus häufigste, wenn Schüler Sätze bilden sollen mit dem Gerund, ist die Verwechslung mit dem Present Progressive und dem Past Progressive. Diese beiden Zeitformen nutzen ja auch die Ing-Form, aber es ist etwas ganz anderes. Es sieht halt nur gleich aus erstmal, aber es ist was ganz anderes. Jetzt ist natürlich die Frage, wie kann ich das erkennen? Das zeige ich mal am folgenden Beispiel. Wenn ich einen Satz habe wie I'm eating my dinner. Klar, ich habe eine Ing-Form in eating. Jetzt gibt es aber eine Regel. Und zwar steht vor dieser Ing-Form eine Form von to be, also is, am, was, were oder sowas, dann ist es kein Gerund, sondern eine Form von einer progressive Verbkonstruktion. In diesem Satz, den wir halt hier haben, ist in dem Sinne auch die Ing-Form weder Subjekt noch Objekt. Also sie steht nicht in den beiden Positionen, die ja das Gerund bekleiden kann. Und deshalb ist es ganz einfach die Verbform. Es hat also nichts mit Gerund zu tun, ist etwas völlig anderes, auch wenn diese Ing-Form genau gleich aussieht. Das ist ein bisschen schwierig. Eine andere Schwierigkeit, die auftaucht, ist, wenn man deutsche Sätze versucht zu übertragen ins Englische, weil es manchmal ein Stück weit parallel ist, aber auch manchmal groß abweicht. Zum Beispiel haben wir dann einen deutschen Satz, der so geht, ich liebe es, auf dem Sofa zu sitzen. Jetzt versuche ich das ins Englische zu übersetzen. Englisch müsste es so heißen, I love sitting on the sofa. Das Problem, das für mich auftaucht als Deutscher, ist, ich habe diese Wörter im Kopf, es und zu. Ich liebe es, auf dem Sofa zu sitzen. Und ich versuche vielleicht als Schüler den Satz zu bilden und sage, I love it too, und dann setze ich sowas wie sitting on the sofa. Das ist dann kein funktionierender englischer Satz mehr. Diese Sachen kann man lernen ein Stück weit, indem man sich Sätze zurechtlegt, vorbereitet und auswendig lernt, die eben so sind. Man kann aber auch einfach vorsichtig sein, immer wenn man diese Konstruktionen hat, so Nebensatzkonstruktion ist zu, dass man nochmal überlegt, ist das im Englischen wirklich notwendig? Oder fällt es vielleicht einfach ganz weg? Das war's zum Thema Gerund. Schaut euch gerne mal auf meinem Kanal um. Da gibt es noch viele Videos zum Thema Englisch, zur Grammatik, zum Schreiben und so weiter. Ich hoffe, wir sehen uns mal wieder. Bis dann. Tschüss.